Anfangs wurde erwähnt, dass dieses Wissenschaftsgebiet noch relativ jung ist. Da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen von einer Grafik oder von einem Cartoon, den ich da sehr ansprechend gefunden habe, wie man langsam diese Erkenntnis gewonnen hat oder wie man das früher wahrgenommen hat. Zum Beispiel den Kontinent der Antarktis, wo man gesagt hat, es gibt hier keine terrestrische Kryoökosphäre. Und wenn Sie sich den Cartoon anschauen über die Biodiversität in der Antarktis, dann war eben die Meinung, ja, das ist ein Pinguin und dann ist vielleicht noch ein Pinguin und dann noch 1 Million und das war es dann schon. Aber man hat sich damit nie beschäftigt, dass es wirklich mikrobiell dominiert ist und dass es praktisch überall Nischen geben kann, wo diese Organismen sich einnisten können. Und heute weiß man, also früher hat man immer gesagt, Eis und Schnee ist eine sterile Wüste, dort gibt es kein Leben, es ist viel zu lebensfeindlich. Jedoch weiß man heute, es ist eine Kryobiosphäre, es gibt ein aktives Leben dort, es gibt Reproduktion, es gibt Metabolismus und somit auch Evolution. Aber wie sind die Lebensbedingungen dort definiert? Es ist im Prinzip alles, was unangenehm ist für den Menschen. Extrem tiefe Temperaturen, es ist meistens sehr trocken, auch wenn das vielleicht nicht sehr logisch klingt, aber dieses Habitat ist meistens sehr trocken, außer es befindet sich in der Schmelzphase, wo flüssiges Wasser vorhanden ist. Meistens hat man auch sehr hohe Dosen an Strahlung, speziell jetzt bei uns im Hochgebirge. Natürlich sehr geringe Nährstoffkonzentrationen, also man muss schon sehr gut angepasst sein, um geringe Nährstoffe möglichst effizient nutzen zu können. Und wenn man sich den Polarwinter anschaut zum Beispiel oder wie kurz jetzt wirklich die Phase ist, wo flüssiges Wasser vorhanden sein kann, gibt es extrem kurze Wachstumsperioden. Also eigentlich alles Bedingungen, die für das Extrem sprechen. Das heißt, das ganze Leben dort bewegt sich in super Zeitlupe. Wenn man sich ein Beispiel vor Augen hält, ein Bakterium aus einer Klärgrube, welches gut genährt ist, braucht vielleicht 20 Minuten, um sich zu reproduzieren. Ein Bakterium aus einem antarktischen Eisfeld braucht vielleicht ein ganzes Jahr. Also man braucht viel Geduld, um diese Organismen auch untersuchen zu können. Aber diese Organismen brauchen diese Anpassung. Sie könnten zum Beispiel bei Zimmertemperatur nicht überleben und im Prinzip ist es einfach ein sehr anthropozentrischer Begriff. Alles das, was für den Menschen unangenehm ist, muss nicht heißen, dass es für andere Organismen genauso ist. Der treibende Faktor oder der Schlüssel für diese Systeme ist natürlich die Temperatur. Temperatur treibt oder bestimmt natürlich die Verfügbarkeit von flüssigem Wasser. Und somit bestimmt es auch die Anpassung und auch die Akklimatisierung dieser Organismen. Und die Voraussetzung ist, wie überall für Leben, das flüssige Wasser. Also rein in einem kompakten Eis könnte ein Bakterium vielleicht maximal überdauern, aber nicht aktiv leben. Es braucht flüssiges Wasser, damit überhaupt Stoffwechsel passieren kann, dass Nährstoffe transportiert werden können. Und wenn Sie sich diese Grafik hier anschauen oder dieses Bild, wo Sie Eiskristalle sehen, in der Vergrößerung mit diesen feinen Venen dazwischen oder diese feinen Äderchen, welche die Grenzlinien sind zwischen diesen Eiskristallen. Und man sieht an diesen Eckpunkten, wo die Kristalle zusammenfinden, kleinere, ja, es sieht aus wie Tropfen und was hier bezeichnet ist als Brine Pocket, das sind im Prinzip Ionen, die vom Wasser während des Gefrierprozesses ausgefroren werden und somit bleibt es auch bei tieferen Temperaturen flüssig. Und wenn Sie sich hier diesen kleinen blauen Punkt ansehen, das ist eine gefärbte bakterielle Zelle, die eben in dieser Laugen Tasche überleben kann und auch Stoffwechsel betreiben kann. Das sind ganz kleine Lebensräume, oft Mikrometer eng, diese kleinen Kanälchen.
Der Vorteil darin ist wieder, dass sehr wenige Räuber vorhanden sind für diese Mikroorganismen, die sie fressen könnten, weil es schlichtweg zu schmal ist oder zu klein, um sich als Räuber dort bewegen zu können. Was Sie in der rechten Grafik noch sehen, sind Diatomeen, Kieselalgen, die zum Beispiel jetzt in diesen Lake-Kanälchen ebenso sehr gut florieren können. Und das ist eben die Voraussetzung, um überhaupt leben zu können. Zudem eben, wie erwähnt, diese sogenannten Gefrierschutzproteine. Das heißt, in Eisökosystemen hat man oft diese Wechsel zwischen Gefrieren, Auftauen. Also man weiß es ja selbst von unserem Winter. Mal taut es, mal gefriert es wieder. Und als Organismus ist es natürlich ein großer Stress, was man jetzt als Mensch oder nicht angepasster Organismus nicht überleben würde. Aber diese Organismen besitzen eben diese Anti-Freeze-Proteins, wie man sie nennt. Und diese Proteine, diese Eiweiße, schützen die Zelle vor einem Schaden durch das Gefrieren, indem die Bildung von den schädlichen Eisnadeln im Zellwasser unterbunden wird, beziehungsweise kann auch der Gefrierpunkt heruntergesetzt werden, sodass das Zellinnere noch flüssig bleibt. Ganz wichtig für diese Organismen ist auch die Zusammensetzung der Zellmembran. Man spricht hier von einem Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, und diese kälteangepassten Organismen haben diese Eigenschaft, dass sie hauptsächlich ungesättigte Fettsäuren eingelagert haben, was bedeutet, dass die Membran wesentlich flexibler bleibt, um den Stress entgegenwirken zu können, aber auch stabiler. Und somit ist ein aktiver Stofftransport bei tiefen Temperaturen gewährleistet.